Hi und willkommen auf meinem Kanal, Darius mit euch. Heute wollte ich über einen Animationsfilm reden, welcher wahrscheinlich viele in der Kindheit bis heute begleitet hat oder immer noch eine schöne Kindheit erschafft, und zwar Cars. Cars ist ein echt schöner Animationsfilm mit guten Charakteren und einer guten Geschichte. Und dieses Video widmet sich zu einem der Charakteren, und zwar Doc Hudson. In diesem Video wollte ich mit befassen, wie bzw. warum Doc Hudson gestorben ist. Macht es euch gemütlich und ich fange mal an. Doc Hudson, ein guter Freund und ein Lehrer von Lightning McQueen, der sich ebenfalls mit Lightning McQueen im ersten Teil der Cars-Franchise entwickelte, verstarb leider nach dem ersten Teil schon. Erstmal wollte ich vom wahren Grund reden, weshalb Doc Hudson aus der Franchise Cars entfernt wurde. Denn dies liegt daran, dass der Synchronsprecher von Doc Hudson Hornet namens Paul Newman am 26. September 2008 leider verstarb. The crew chief, but I didn't know it was this bad. Good, that's it. Great. Dementsprechend hat man in seinen Ehren Doc Hudson auch in der Franchise Cars für tot erklärt. Doch wie ist dieser Charakter nun im Cars-Universum gestorben? Nun fängt auch meine relativ realistische Theorie an. Zuerst müssen wir die lebenserhaltende Funktion der Autos aus dem Cars-Universum anschauen. Die Autos brauchen Luft, Nahrung etc. wie wir Menschen. Wenn manches auch in einer anderen Form bzw. anderer Funktion. Ein Herz haben diese Autos auch, nur in der Form eines Motors. Also ist der Motor das Hauptelement eines Autos, wie das Herz bei uns Menschen. Wie die Autos erstellt werden und woher die kommen, ist ein gutes Thema für ein anderes meiner zukünftigen Video. Also seid gespannt, wenn euch diese Frage interessiert, denn ich versuche eine maximal gute und realistische Antwort darauf zu finden. Davor will ich noch sagen, dass man eigentlich den Tod von Doc Hudson in den Flashbacks aus dem dritten Teil von Cars sehen sollte. Aber davon haben die Entwickler leider abgesagt. Wahrscheinlich, weil die Flashbacks schon genug emotional waren. Und ich will mir den Kinosaal nicht vorstellen, hätte man noch seinen Tod gezeigt. Bei mir persönlich kamen auch Tränen bei diesem Flashback. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Das heißt, die Autos sind wie wir Menschen. Also haben diese auch sehr wahrscheinlich menschliche Lebenszeiten. Doc Hudson hatte die besten Zeiten im Jahre 1951 bis 1953 und sein Crash passierte 1954. Dies sind bis 2007 57 Jahre. Plus Entwicklung und Erfahrungssammlung, um sowas zu erreichen, war Doc Hudson ca. 27 Jahre alt, als er den ersten Cup gewann. Wieso ich die 27 nehme? Weil Doc Hudson schon ein älteren Alter haben müsste, um wie laut Doc Hudson ausgetauscht gegen einen neuen mit Perspektiven zu werden. Natürlich. Ihr schlimmer Unfall 54. Die haben mich aufgegeben. Als ich endlich wiederhergestellt war, dachte ich, ich werde fröhlich begrüßt. Und was haben die gesagt? Auf Wiedersehen. Sie hatten mich längst durch den nächstbesten Neueinsteiger ersetzt. Ich wollte zeigen, was noch in mir steckt. Aber dazu habe ich nie die Chance bekommen. An seinem Crashtag war er wahrscheinlich 30 bis 31 Jahre alt. Plus die 57 Jahre und es ergibt 88 Jahre. 88 plus minus paar Jahre und dennoch ist Doc Hudson sehr alt. Die wahrscheinlichste Theorie, wie er gestorben ist, ist einfach das Alter. Sein Motor ging kaputt und Doc Hudson starb. Und Doc Hudson starb zwischen 2007 und 2011. Manche fragen sich, hä, die sind Autos und warum tauscht man den Motor einfach nicht aus? In Cars 2 haben wir erfahren, dass wenn ein Motor zu 100% kaputt geht, dieser nicht mehr gewechselt werden kann. Und dies war sehr wahrscheinlich der Fall bei Doc Hudson Hornet. Fazit. Doc Hudson Hornet starb sehr wahrscheinlich an seinem Alter. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Falls nicht, könnt ihr auch einen Daumen nach unten geben. Aber bitte dabei einen konstruktiven Kritikkommentar schreiben, denn so kann ich mich ja auch verbessern. Aber einen positiven Kommentar könnt ihr auch gerne schreiben, natürlich nur, wenn ihr es wollt. Tschüss, ihr Rennfahrer, und sei Doc Hudson Hornet mit euch.